Das Duell vor dem Spiel. Zwei Ex-Nationalspieler treffen sich bei der Driving Experience im Offroad-Vergleich in Spielberg. Zum einen der Österreicher Walter Schoko-Schachner, zum anderen der Deutsche Hansi Müller. Beide ausgestattet mit einem Mercedes-Benz G-Klasse 350 Bluetech. Mit 211 PS unterm Hintern im Offroad-Gelände. Das bringt natürlich eine Menge Spaß. Aber die beiden müssen verdammt gut aufpassen und auf der Hut sein, denn das Gelände hat seine Tücken. Aber Müller sowie Schachner haben ihre massiven Boliden beim ersten Vergleich schon ganz gut im Griff. Müller gewinnt diesen nur knapp und bringt Deutschland mit 1:0 in Führung. Doch das war erst der Aufgalopp. Die zweite Strecke ist schon etwas anspruchsvoller. Zunächst geht es die Treppen rauf. Für die G-Klasse aber überhaupt kein Problem. Auch in der extremen Schräglage nicht. Nur die Fahrer müssen natürlich aufpassen, dass sie nicht aus dem Auto purzeln. Dann werden alle ein bisschen durchgeschüttelt, ehe es ins Ziel geht. Der Sieger bei diesem Lauf ist Schoko Schachner, der Deutschland ja schon in Córdoba besiegt hat. Nun steht es erstmal 1:1 unentschieden. Aber dennoch, es gibt schon einen Gewinner. Ich denke mal, fürs Gelände, gerade jetzt auch für Österreich, ist es natürlich, oder überhaupt fürs Gelände in den Bergen, ein ideales Fahrzeug. Ein tolles Auto. Würde mich auch freuen, wenn ich einmal so eine G-Klasse besitze. Da ich hier sehr viel im Gelände unterwegs bin, auf einer Alm oder Schwammerl suchen, da braucht man Autos, die über solche Gelände fahren können, wie wir heute gemacht haben. Das Entscheidungsduell steht an. Kurz den Ball jonglieren, rein damit in den Kofferraum, schnell einsteigen, anschnallen aber nicht vergessen. Und dann die 80% Steigung hinauf und Schoko Schachner gewinnt die Driving Experience mit knappem Vorsprung. Und auf einmal ist Córdoba gar nicht mehr so weit. Die wären arisch, zuerst Córdoba und heute in Spielberg. Doch was denken Schachner und Müller vor dem WM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Deutschland? Wer gewinnt? Ja, ich wünsche mir natürlich für meinen Stuttgarter Martin Hernig, dass er ein gutes Spiel macht, vielleicht auch ein Tor macht, aber da müssen wir zwei machen. Also es wird da schon entschieden in der Abwehr bei uns, weil wir spielen auswärts und wir haben in der letzten Zeit immer mal wieder Probleme gehabt in der Abwehr. Und da müssen wir aufpassen, weil nach vorne ist Österreich sehr gefährlich. Wir wiederum, wie schon gesagt, sind Außenseiter. Wir können gegen Deutschland auch verlieren, dass, wenn man gute Leistung bringt, wird keiner böse sein, weil gegen den Deutschen kann man immer verlieren, das weiß man. Aber ich bin optimistisch und wir werden am Dienstag sicher alles daran setzen. Wenn alle gut drauf sind, können wir auch das Spiel gewinnen. Schoko Schachner hat also die Driving Experience gegen Hansi Müller gewonnen. Glückwunsch! Doch wer am Dienstagabend die Nase vorne hat, das ist noch völlig offen.